Hallo zusammen. Hallo, wir sind wieder von So abnehmen und wir machen heute ein Kartoffelbrot. Ich weiß, Brot ist nicht so eine Weltwatchers-Sache unbedingt, weil es doch immer relativ viel Points hat. Deswegen haben wir gedacht, wir machen heute mal eins mit Kartoffeln. Ja, und zwar im Brotbackautomat. Genau, und vor allem im Brotbackautomat. Das ist der von Unold, der, ich glaube, Backmeister Skala heißt er. Ja, ist ein ziemlich geiles Gerät. Ich bin ziemlich begeistert davon, seit ich ihn habe. Ich bin permanent am Brot backen. Ja, und jetzt haben wir uns überlegt, haben wir das erste Mal jetzt ein eigenes Rezept uns ausgedacht. Und bisher haben wir nur die Rezepte aus dem Handbuch quasi gebacken. Ja, und jetzt heute dachten wir, probieren wir es mal mit einem Kartoffelbrot. Wir brauchen, also wir nehmen für unser Brot jetzt Weißmehl und Vollkornmehl, ein wenig Zucker, ein wenig Salz, ein bisschen Kartoffel, Hefe, und zwar Trockenhefe, Wasser und einen Schuss Öl. Wir nehmen jetzt hier Olivenöl, aber man könnte auch ein anderes Öl nehmen oder ein Stück Butter. Zuerst holen wir mal die Backform aus dem Backautomaten. Und ich schäle schon mal die Kartoffeln. Gut, der Knethaken, der war jetzt noch drin, aber dann muss man gucken, dass der immer drin ist, sonst ist es schwierig mit Brotbacken. Ist auch schwer, den im Nachhinein reinzumachen. Ja, und das vergisst man auch nur einmal. Also ich habe es einmal vergessen, ja. Und dann denkt man, pass mal auf, muss man das ganze Zeug wieder rausholen. Und deswegen sollte es unbedingt drin sein. Das Brotbackautomat hat eigentlich eine Zuwiegewaage, aber es ist vom Filmen einfach blöd, wenn da so was draufsteht. Deswegen mache ich es auf meiner normalen Zuwiegewaage. Aber wenn ich jetzt nicht filmen würde, ich benutze das wirklich gern, weil es ist einfach praktisch, das alles zusammen zu haben. So, und ich fange jetzt einfach mal an mit 200 Gramm Weißmehl. Dann 100 Gramm Weizenvollkornmehl. Das würde auch ein Dinkelvollkornmehl sicher gut passen. Aber wir nehmen jetzt heute mal das Weizenvollkornmehl. So. Dann kommt rein ein Teelöffel Salz. Ein halber Teelöffel Zucker, das mache ich jetzt hier so ein bisschen nach Gefühl. Dann brauchen wir einen Esslöffel Öl. Alternativ würde man ca. 15 Gramm Butter oder Margarine nehmen. Aber ich denke, es ist im Brot ein bisschen egal, ob man Butter oder Öl nimmt. Und im Öl sind definitiv die gesünderen Fette. Und bei der Margarine, das ist einfach ein industriell gefertigtes Produkt. Da sind ja Fettsäuren drin, die in der Natur nicht vorkommen. Deswegen verzichten wir eigentlich grundsätzlich so weit wie möglich auf Margarineprodukte. So, jetzt habe ich schon alles, glaube ich. Ach, die Kartoffeln, genau. Genau, die sind schon geschält. Und die Hefe kommt dann rein. Genau, das waren jetzt so zwei kleine Kartoffeln. Ja, also es waren 120 Gramm geschält. Geschält, genau. Und wir drücken die immer durch so ein, also mir schwabe Sache, ein Spätzle-Drücker. Ansonsten nimmt man, der Rest der Welt nimmt eine Kartoffel. Ja, aber für uns ist das natürlich ein und dasselbe Gerät. Ich nehme jetzt das Messer, das wir dann auch noch für die Hefe. Kann ich schon mal kurz geben? Die Kartoffeln waren jetzt einfach noch vom Vortag übrig. Genau, das war jetzt ein Spontanrezept, weil es einfach übrig war. Ich habe mal das früher ganz oft gemacht, dass ich aus alten Kartoffeln noch Brot gemacht habe. Erstens mal, man hat es halt einfach übrig und ich esse unheimlich gern Kartoffelbrot, weil ich finde, es ist oft sehr saftig. Mhm. Ich werde jetzt, bei mir ist es jetzt so. Null. Ja. Oder vielleicht nehmen wir kurz mal diese Waage, weil die genauer ist. Kann ich mal probieren, ja. Okay.
schaut es mal an und dann gucken wir mal, wie viel Hefe, Trockenhefe, das wir da reinmachen. Das ist nämlich wirklich nur Krümel. Das sind Krümel, ja. Und ich habe jetzt im Rezept von so einer Brotgröße steht beim Brotbackautomat immer ein halbes Päckchen. Aber das ist bei mir definitiv zu viel gewesen, wenn ich diese Menge reingemacht habe. War es bei mir jetzt halt immer so, dass das Brot dann eine Delle bekam. Und das will man nämlich, man will ja dieses runde Brot haben. Deswegen mache ich da viel weniger Hefe rein. Und, ich nehme jetzt also einfach so eine Messerspitze Hefe, mache das da rein. Aber ihr seht, die Waage zeigt da gar nichts an. Und also ich denke, das ist einfach genug auf die Menge. Sonst fällt mir das Brot wieder zusammen. So. Das Wasser fehlt noch. Das Wasser, stimmt, das habe ich auch schon mal vergessen. Also ich habe hier 200 Milliliter Wasser, die werde ich jetzt komplett noch da oben drüber geben. So. Ja, und jetzt kommt die Backform wieder in den Brotbackautomaten. Das wird so eingedreht ein bisschen, so ganz leicht. Ja. Also wirklich simpel, steht auch groß dran. So, jetzt kann ich mir was dazu machen, ist besser. Ich backe das mit dem Vollkornprogramm. Wieder ausschauen. Wie lange das Programm dauert? Das sehen wir gleich. Das ist das Vollkornprogramm. Ich muss jetzt heute, weil es ein kleines Brot ist, müssen wir die Stufe 1 nehmen. Beim Bräunungsgrad nehme ich immer dunkel, weil ich es gern so mag, gern Rumsprit mag. Ja, und jetzt seht ihr, das Ganze dauert 3 Stunden 32 Minuten. Ich drücke es noch auf Start. Und los geht's. Was soll ich sagen? Vergessen. Egal, vielleicht fällt es mir noch ein. Okay, wir haben jetzt Zeit, wenn das Brot fertig ist. So, gut 3,5 Stunden später ist unser Kartoffelbrot fertig. Es ist schon ein bisschen abgekühlt, wie ihr seht, deswegen kann ich das auch anfassen. So, jetzt stürzen wir das mal aus der Backform. Wenn es ein bisschen schwer geht, dann hilft es, wenn man da ein bisschen rüttelt. Es ist jetzt ein bisschen einseitig hochgegangen. Das liegt daran, dass wir jetzt ein kleines Brot gebacken haben. Wenn man es größer macht, dann wird es irgendwie gleichmäßiger, habe ich festgestellt. Mhm. Ich ziehe jetzt mal den Haken raus. Dafür gibt es extra so ein Hilfsmittel. Ein Hilfshaken. Ein Hilfshaken für den Haken. Ja, wenn man das schön vorsichtig macht, ist das auch nicht so ein großes Loch. Man kann es auch immer beim Brot, es wird ja immer außen angezeigt auf dem Brotbackautomaten. Es gibt Kneten 1, Kneten 2, Gehen 1, Gehen 2 und bevor Gehen 3 kommt, ist der letzte Gehvorgang. Also mittendrin soll man es nicht mehr machen. Aber wenn er quasi mit Kneten dann fertig ist und Gehen 3 anfängt, dann kann man auch den Haken rausholen. Dann muss man das jetzt nicht tun. Ich finde aber, es geht besser aus der Form, wenn der Haken noch drin ist, weil sich das dann irgendwie besser rauslöst, rutscht. Das ist teilweise beschichtet und der Stift, auf dem man das draufsetzt, das ist ja das Metall und da kann es ein bisschen dran hängen. Ja, da kann es mal auch ein bisschen anbacken. Wir schneiden es mal auseinander, oder? Ja, wir probieren jetzt mal noch. Noch ein Brett. Krümel. So. Kannst du es mal gerade in der Mitte auseinander schneiden? Wir wollen es ja teilen heute, gell? Auch sehr gut. So, mal ein kleines Stück. Ein kleines. Schneiden wir eins runter. Das fühlt sich ziemlich saftig an. Das ist gerade die Stelle, wo der Haken ist. Genau, da wo der Haken ist. Aber ansonsten ist es, ich finde es sehr fluffig. Aber so auch typisch Kartoffelbrot. Ein bisschen feucht. Ein bisschen feucht, also das ist das normale. Schaut ziemlich krass. Aber herrlich. Sehr gut geworden. Das ist so, wenn man so ein frisch gebackenes Brot hat, da braucht man doch nur Butter. Oder da hat er auch gar nichts. Herrlich. Das genaue Rezept verlinke ich euch in der Infobox als PDF. Dann könnt ihr es mal ausprobieren, wenn ihr einen Brotbackautomaten habt. Und auch sonst könnte man das natürlich im Backofen backen. Kartoffelbrot ist eine tolle Sache. Ah ja, genau. Das ganze Brot, wir haben es ausgerechnet, hat 33 Points. Wir haben und gedacht, also wollten wir es wiegen, aber jetzt haben wir schon was davon gegessen. Machen wir noch den Satz noch übrig. Ist. Mal noch alles drauf, was noch übrig ist. Naja. Jetzt haben wir 550 Gramm. Das wäre dann genau eine 50 Gramm Scheibe, hält dann genau 3 Points. Ja, das ist eigentlich die übliche Menge für Brot, nicht? Ja, das schützt. Ja.
nicht weniger als während des Kartoffel. Ich hatte ein bisschen gehofft, es gibt ein bisschen weniger. Kohlenhydrate sind halt Kohlenhydrate. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt uns bitte ein Like. Und wenn ihr auch zukünftig keine Rezepte mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Wenn ihr mehr über den Brotbackautomaten hören wollt, wir haben auf unserem anderen Kanal, Our Family Management, ein bisschen was über den Brotbackautomaten erzählt, was der so kann. Wir haben so ein kleines Unboxing gemacht, als er damals kam. Vielleicht möchtet ihr euch das noch anschauen. Auch das verlinke ich euch. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.